scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ja, guten Tag. Ich bin Ovidio Bretan. Fit, gesund, mobil. Wer von Ihnen kennt diesen Berg bzw. diese Bergspitze? Ja, also für diejenigen, die es nicht kennen, das ist der Hochpfeiler. Und der Hochpfeiler hat eine Höhe von 3510 Meter. Das ist der höchste Berg, den ich erklommen habe. Um hochzukommen, sind wir bei 965 Meter gestartet. Das heißt, wir haben über 2500 Meter Höhe hinter uns gebracht. Es waren viele, sehr viele kleine Schritte notwendig, um nach oben zu kommen. Und glauben Sie mir, es waren noch viel mehr Schritte nach unten beim Abstieg. Um diesen Schritt zu machen, habe ich aber vorher einige andere Bergspitzen besucht. Und einige andere Kreuze, verschiedene Bergspitzen. Mein Ziel ist es immer nur, die Welt von dort oben zu sehen. Dabei ist die Höhe der Berge nicht wichtig. Ich will immer an das Kreuz kommen, dieses Kreuz anfassen, von oben mir die Welt anschauen und wie Sie sehen, oft lasse ich mich dort auch fotografieren. Dabei ist die Schuhgröße unwichtig. Sicher ist die Ausrüstung wichtig. Ich trage ganz andere Schuhe. Aber groß oder klein, Sie können es immer. Und Sie können auf jeden Berg hochkommen, auf klein oder groß, mit kleinen und sicheren Schritten. Jeder Neuanfang, jedes neue Geschäft ist ein kleiner Berg, der seine spezielle Ausrüstung benötigt. Und ja, Sie haben recht, einige Schritte gehen manchmal möglicherweise in die falsche Richtung. Besser gesagt, Sie haben das Gefühl, dass Sie in der falsche Richtung laufen. Sie drehen sich um und verpassen dann das Ziel. Kann sein, dass auch nur Sie das Gefühl haben, dass hier in der Entwicklung etwas nicht stimmt. Laufe ich nun vorwärts oder rückwärts? Sind das meine Spuren im Sand oder nicht? Es gibt auf jeden Weg in unser Leben mindestens zwei Perspektiven. Und meistens stehen Sie wahrscheinlich auch da und wissen nicht, welche Perspektive ist jetzt nun die richtige. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Und an dieser Stelle ist eine erfahrene Begleitung elementar. Aus der Praxis für die Praxis ist meine Devise für meine Kunden. Und deswegen habe ich Ihnen eine tolle Geschichte mitgebracht. Ich bin vor kurzem darauf gestoßen. Kennen Sie das Schwedenrennen? Bei den Schwedenrennen handelt es sich um ein Fahrradrennen über 1000 Meilen in Schweden. 1000 Meilen, das sind ca. über 1600 Kilometer. Dieses Rennen findet statt entlang der Küsten der Botnischen Meerbusens, das ist an der Ostsee auch noch weiter, über Straßen, Schlammwege, Wälder, Wiesen, bis nach Istad im Norden. Für das Rennen darf nur ein herkömmliches Fahrrad benutzt werden, ein Stallrad mit höchstens Zweigangschaltung. Wissen Sie, sehr viele gute Fahrer nehmen auch daran teil. Auch teilweise zum Spaß, aber auch, sie wollen auch gewinnen. 1951 hat dieser Herr im Alter von 66 Jahren dieses Rennen eigentlich gewonnen. Er durfte wegen seinem hohen Alter nicht starten. Das wusste er schon ein Jahr vorher. Aus diesem Grund ist er ein Jahr lang trainiert. Der hat sich nicht rasiert und diesen Bart auch wachsen lassen. Und dann ist er zum Rennen angetreten, natürlich außer der Konkurrenz, und ist aufgefallen. Deswegen wurde er die ganze Zeit durch Presse und Ärzte begleitet. Niemand hat gedacht, dass er das überlebt. Niemand wusste, wer es ist und wie alt er ist. Er hat das Rennen inoffiziell gewonnen, mit einem Vorsprung von 30 Kilometer von dem zweiten.
Er hat dabei 700 Meter vor dem Ziel an sein Fahrrad einen Platten gehabt. Er schob ruhig dieses Fahrrad fast bis zum Ziel und ein paar Meter davor ist aufgestiegen und übers Ziel rübergefahren. Wissen Sie, das können Sie auch. Denn erkennen Sie auch diese Geschichte. Der 66-Jährige, der ist auf sein Rostrad gestiegen und hat es gewonnen. Und dafür sind drei Dinge notwendig. Ihr Wille. Deswegen schreiben Sie sich das auf. Schreiben Sie sich die drei Elemente bitte auch auf. Mein Wille. Wie sieht Ihr Wille aus? Wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von alleine. Diesen Satz sollten Sie jeden Tag durchlesen. Der zweite Punkt, den Sie aufschreiben sollten, ist Durchhaltevermögen. Kleine Schritte führen sicher zum Ziel. Und der dritte Punkt ist Achtsamkeit. Alle kleinen Abzweigungen und Möglichkeiten erkennen und zum Ziel zu kommen. Denn ich möchte auch, dass auch Sie aufsteigen und gewinnen. Ovidiu Bretan, fit, gesund, mobil. Danke.